Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CSGO Overwatch mit mir, dem Aqualords. Ja, leider Gottes jetzt längere Zeit nichts gekommen, aber es waren natürlich zwei Urlaube bei mir noch dazwischen. Und ja, ich hoffe jetzt, dass wieder mehr Routine reinkommen wird jetzt und dass auch jetzt dann wieder mehr Folgen kommen werden und dass wir vielleicht auch jetzt wieder bei 2 bis 3 pro Woche sind. Auf jeden Fall möchte ich mich bei allen bedanken, die dem Kanal treu geblieben sind. Und ja, also hier bei dem Spiel, wir sind gerade in der 5. Runde, unser Verdächtiger hat 3:4, den hat er jetzt kurz gesehen, ein bisschen angeschossen. Die Granaten fliegen hier relativ gut herum. Unser Verdächtiger dürfte keine Skins haben, hat vorher einen Spray einmal gemacht durch die Smoke, aber da eigentlich richtig schön die Schüsse versemmelt. Also da kann man jetzt grundsätzlich auch nichts dazu sagen, also hier kommt jetzt auf jeden Fall die Rotation auf A, das dürfte auch durchgesagt worden sein. Und ja, okay, ja, die kann man so auf jeden Fall treffen, hier auch wieder auf Kopfhöhe, also dürfte auch schon wissen, dass einer durch ist. Ja, auch ohne Headshot weggeholt, 66% Headshot-Quote, ja, kann man auf jeden Fall so lassen. Bin auf jeden Fall gespannt wieder, was ihr so zu dem Overwatch sagt, also was ihr auch hier fallen zu dem Verdächtigen sagt, ob hier wirklich alles legit ist. Also bis jetzt, die war nicht schlecht geschmissen, dass mal hier kein Rush stattfinden kann. Auf jeden Fall, sie haben jetzt doch relativ viel zum Aufholen, also 4-0 hinten nach jetzt die erste Runde mal geholt. Und ja, wie schaut's aus in den Teams? Grundsätzlich überall ziemlich gleich. Jetzt wurde auch angesagt, sie sind wieder auf A. Also hier hat er auch relativ lang gewartet. Also würde jetzt auch für keinen Vision Assist sprechen. Aimt eigentlich dann immer schön die Ecken gleich ab. Den hat man auf jeden Fall gesehen. Also das ist so machbar. Wow! Die war nice, also das muss ich wirklich sagen, diese Granate wirklich schön geschmissen, hat auf jeden Fall jetzt angesagt bekommen, er ist hier und ja, die Runde haben sie souverän geholt. Gut, der AWP dürfte jetzt nicht mitgenommen haben, wundert mich, das Team selbst könnte sie dann brauchen, aber gut, es gibt noch einen mit einer AWP, also könnte das natürlich auch gleich natürlich taktisch gewesen sein, dass hier jetzt nicht zu viele AWPs da sind. So. Ja, also die Granaten fliegen hier wird durchgepratzt, einfach durch die Mauer. Keiner ist dort gestanden, es war zwar ziemlich Standard, wie er hier durchgeschossen hat. Wird eigentlich auch schon wieder auf A aufgebaut. Das dürfte er jetzt irgendwie mitbekommen haben. Rotier doch gleich rüber. Also jetzt nicht, ich habe jetzt vorhin auch nicht wirklich aufs Radar geschaut, ob hier jemand. Gut, der war angesagt. Auf jeden Fall. Da war ein Step. Also auch hier jetzt die Ecken abgeaimt, obwohl keiner da ist. AWP schnell mitgenommen. Jetzt hat das Team zwar 2, aber er wird, gut, das verstehe ich jetzt auch nicht, warum er jetzt zurückgeht. Es waren 40 Sekunden noch, die Bombe ist auf kurz gelegen. Und das hat er auf jeden Fall gesehen, weil den hat er umgebracht. Jetzt zu dritt auf B. Okay, nein, er überlegt sich's doch, geht dann zurück auf A. Gut, die war jetzt nicht schlecht geschmissen, den müsste er gesehen haben, den hat er auf jeden Fall gehört, ist dann auch gleich wow, also 3 Headshots mit der Deagle vom Sparrow, auch nicht schlecht. So, mit der Spiele jetzt wieder mit AWP. Oh, da kommen sie jetzt eigentlich relativ flott durch. Den hat er schnell einmal weggeholt. Also, ich würde jetzt mal sagen, spielen kann er.
Hier auch, sie ist kurz durchgeschossen worden. Aber es wäre für mich jetzt wirklich noch legit, also. Ich hoffe, ihr gebt mir da jetzt recht und seid jetzt auf meiner Seite. Ich möchte auch jetzt wieder schauen, dass dann vermehrt Let's Plays jetzt kommen. Hofft, da seid ihr dann genauso dabei. Den Step müsste man gehört haben. Das macht er, glaube ich, absichtlich. Geht jetzt zurück in die Banane. Gut, der den könnte er sogar noch abfangen. Okay, jetzt weiß er mal fix, dass da einer kommt. Oh, das ist eine gute Idee. Also das ist wirklich cool gespielt. Dann noch einmal zurückgelaufen auf A. Jetzt rotieren beide rüber. Also man sieht das hier richtig schön. Jetzt ist A komplett frei. Also an dem merkt man jetzt wirklich, es ist kein Aimbot. Ah, Aimbot sage ich jetzt schon. Ach Leute, ich sage euch, die zwei Urlaube haben mich jetzt auch beim Overwatch etwas rausgebracht. Also hier hat man auf jeden Fall gesehen, kein Vision Assist dabei, weil sonst hätte die Rotation gar nicht so stattgefunden. Oh, also das war auf jeden Fall Time Luck von ihm. Oh, schön gemacht, schön gemacht. Gut gewusst, die ist Standard gelegt. Hat man vorher auch gesehen, also. Ja, das war jetzt echt nicht schlecht gespielt. So, wie schaut's aus? Unser Verdächtiger hat jetzt 14, hat jetzt doppelt so viele wie der zweite und der dritte. Gibt aber auch im anderen Team noch einen mit 13, also würde jetzt hier noch nicht wirklich jetzt sagen, dass das irgendein Indiz vielleicht dafür wäre. Okay, hier fliegen wieder die Granaten. Da, dass zum Beispiel einer schon in der Nähe steht, das hat er jetzt gar nicht am Schirm gehabt. Sonst hätte er jetzt die Granate nicht nach unten geschmissen. Gut, jetzt weiß er auf jeden Fall, es ist einer close. Jetzt ist nur die Frage, wo verteidigt man mit zwei Mann? Grundsätzlich gar nicht einmal jetzt so schlecht, dass er hier rüber geht. Oh, der Sparrow, also den muss er gehört haben. Hui! Ja, gar nicht einmal so schlecht. Könnte Decoy gewesen sein, ja. Mit einer Scout, der Scout sage ich immer, das ist so. Wow! Wow! Bam! Junge, 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 also das war. Entweder das war jetzt wirklich Luck. Ich meine, man hat sie gehört, aber. Bam! Alter, was geht jetzt ab? Gibt's doch nicht. Ich meine, ja, es ist eine Standardpose. Man kann einfach rausfliegen und einfach hinschießen, aber. Junge, Junge, Junge. Boah, der war gut. Heieieiei. Heidewitzka. Also, jetzt wundert es mich in einer Art nicht, warum sie ihn wirklich ins Overwatch geschickt haben. Wäre jetzt trotzdem für mich noch nichts, weil hier hat er jetzt auch einfach hineingeschossen, gleich blind. Auf Kopfhöhe. Und es war noch keiner da. Also, wird jetzt auch hier jetzt wieder blind reingeschossen. Schöner Flash eigentlich rein. Hätte jetzt helfen können. Hier auch einfach nur hinein gepratzt. Jetzt ist die Frage, sie wissen auf jeden Fall, Banane ist er. 40 Sekunden kann er grundsätzlich jetzt. Ja, können. Oh, die war schlecht. Die war schlecht, also. Jetzt geht auf jeden Fall zurück. Da. Eieieiei. Wenn er jetzt klug wäre, müsste er die Banane wieder raufgehen. Aber nein, das tut er nicht. Er geht schnell auf A. Die Steps hat er auf jeden Fall gehört. Die Steps muss man auch gehört haben. Puh. Ja.
Also ich bin da gespannt, was ihr dazu sagt. Also für mich wäre es jetzt noch unzureichend, weil dass ich jetzt wirklich sage, Vision Assist ist da dabei. Dafür waren schon auch Spielszenen dabei, wo er auch geschossen hat, wo überhaupt keiner ist, die Granaten danach nicht wirklich zielgenau auf die Gegner geschmissen hat und sowas. Man hat auch nicht wirklich Flicks oder was gesehen. Also ich würde hier auf jeden Fall noch auf Legit tippen. Ich hoffe, ihr gebt mir da recht und ja. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Also ich würde gerne vielleicht noch dieses Jahr die 100er Marke schaffen. Ja, hoffe auf jeden Fall auch jetzt, dass dann meine Familie auch wieder mehr Videos zulässt und wir gemeinsam jetzt dann noch wieder mehr Overwatches und auch vor allem Let's Plays, also das, auf das möchte ich mich jetzt auch dann wieder konzentrieren, dass wir das dann alles gemeinsam schaffen und ja, also gebt mir auf jeden Fall ein kleines Feedback, was ihr vielleicht bei Let's Plays sehen möchtet. Ich möchte vielleicht auch ein paar Strategiespiele und so hineinnehmen, vielleicht auch wieder ein bisschen mehr von Planet Coaster zeigen. Und ja, also wie gesagt, gebt mir da Bescheid, was ihr sehen wollt. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Baba, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.